Ja, moin, liebe Bastelfreunde und Heimwerker. Ja, heute fängt mein Video mal an mit dieser Ecke, die ja neu gestaltet ist. Ich habe ja hier komplett umgebaut. Das habt ihr ja in einem anderen Video gesehen. So, ich habe jetzt also hier schon mal die erste Halterung gemacht, und zwar für meine Feilen. Da habe ich jetzt ein richtig schönes Sortiment an Feilen. Die habe ich nämlich geschenkt gekriegt von Dieters Workshop. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle, Dieter. Die haben natürlich als erstes hier einen Ehrenplatz bekommen. So, und hier habe ich noch schön Platz für andere Dinge. Hier unten ist ja jetzt so meine Schleif- und Sägenabteilung. Ne? Also hier die Schleifmaschine, dann hier meine Record Power, dann die Teller, der Tellerschleifer. Und wenn ich mich drehe, ist hier meine Kappstation. Da bin ich noch dabei, bei dem Projekt Absaugung etwas Neues zu bauen, zu erfinden, wie auch immer. Ja, und dann habe ich gestern, als ich die Feilenhalterung gebaut habe, brauchte ich zum ersten Mal diesen Anschlag, und der ist ein bisschen mickrig. Und da will ich jetzt als erstes mal hier etwas bauen, was die ganze Sache ein bisschen verstärkt. Ne? Jo, dann bis gleich. So, ich will euch das natürlich mal zeigen. Das ist jetzt mein Douglasien-Holzlager. Ich habe euch das ja neulich gezeigt, wie ich das abgeholt habe, und dann hatte ich das hier so hingestellt, wie diese Bretter, die beiden letzten. Und dann habt ihr mir gesagt, nee, mach das nicht, leg das hin und immer schön so eine Latte dazwischen. Und das habe ich gerade eben gemacht, im Schweiße meines Angesichts. Ne? Will ich euch nur mal zeigen, damit ihr auch merkt, dass ich natürlich auf eure Ratschläge und Tipps auch höre. Jo. So, ich habe hier noch so ein Restholz gefunden, Massivholz, so, und das passt hier eigentlich gut dran. Jetzt werde ich das so, dass ich hier am Sägeblatt vorbeikomme, ja, und dann mal anzeichnen hier, wo ich die Schraube reinmachen kann. Hier säge ich jetzt also ab, und da kann ich für die Schrauben, da muss ich mal überlegen, ob ich da Löcher bohre. Ich denke, unten bohre ich Löcher, und dann kann man das hier so reinschieben und festschrauben. So, ich werde jetzt hier unten erstmal zwei Löcher bohren und auch hier eine starke Senkung machen, dass die Schraube ziemlich tief reingeht, genau wie auf der Seite, weil ich sag mal, so die längsten Schrauben, die ich habe, sind so. Und damit das klappt, muss ich das doch ein wenig ansenken oder vertiefen. Ne? Thank you.
So, jetzt habe ich die Löcher gebohrt. Jetzt kommen die zwei Schrauben hier rein. Die stehen jetzt so viel über. Und die müssen dann ja hier rein. So. So, ich habe das Loch jetzt noch ein bisschen größer gemacht, weil die Schraube nicht weit genug reinging. Und schlauerweise habe ich mir den Imbus hier besorgt, damit mir das Ding nicht immer wegfällt und ich auch vernünftig schrauben kann. So. Ich denke, das reicht erstmal. Dann die andere Seite. Und auch hier. So, dann fällt auch nichts runter. Und so kann man da noch arbeiten. Ne? So. Jetzt haben wir das Teil. Und das soll jetzt hier rein. Jetzt passt das wunderbar. So, bevor ich das jetzt festschraube, werde ich das aber noch vernünftig abschmirgeln, dass das hier nicht so scharfe Kanten hat und optisch auch einigermaßen aussieht, ne? So, jetzt wollen wir das noch ein klein bisschen behandeln. Ich nehme da so ein bisschen von dem finnischen Öl. Ja, die ist ja nur ein Werkzeug, aber kann ja trotzdem farblich ganz gut aussehen. Ne? Die paar Tropfen hier, irgendwie habe ich einen Frosch im Hals, ne? Bloß weil ich gestern einen gefunden habe, ne? Aber ich glaube, das war eine kleine Kröte. Tja. Die habe ich heute bei uns im Kellereingang gefunden. Dann werden wir die jetzt in meinem Garten aussetzen. Ne? Ich weiß nicht, ob es Lurchi ist. So sieht das doch nett aus. So, fürs Design haben wir jetzt was gemacht. Und jetzt schrauben wir die ganze Kiste hier dran. Zunächst einmal mache ich die Schräubkes hier rein.
Und die Schrauben. So, die Schrauben. So. Das sieht doch gut aus. Und ist ein bisschen mehr Führung, ein bisschen stabiler. Ich habe es auch hier unten bündig gemacht, nicht oben, sondern unten, weil dann habe ich ja auch mehr Auflagefläche und dann ist das nicht so wackelig, ne? Ja, aber ich würde sagen, jetzt probieren wir das Teil mal aus. So. Das passt gut hier rein. Geht auch natürlich, ich verstelle das natürlich in der Höhe, dass das genau da drunter geht. Ja, und dann machen wir mal, ne, den Staubsauger mal umstecken. Machen wir mal den Probeschnitt. So, man sieht minimale Abweichungen, nicht viel, aber immerhin auf dem kurzen Stück. Und deswegen, also die muss unbedingt eingestellt werden. Ich muss da dringend eine neue Feststellschraube haben, damit ich das vernünftig justieren kann. Ne? Aber der Anschlag macht einen guten, stabilen Eindruck für diese kleine Säge. Gefällt mir. Das war ja jetzt so ein. Oh, da ist was runtergefallen. Ne? Das war ja jetzt so ein Mini-Projekt, ne? So ein ganz kleines. Aber ja, ich wollte einfach mal mich bedanken bei euch. Ich habe jetzt seit vorgestern, glaube ich, 1170 Abonnenten. Sind also jetzt in den letzten 10 Tagen über 30 dazugekommen. Das freut mich sehr, weil es hat irgendwie eine Zeit lang gestockt. Aber ja, man muss einfach nur geduldig sein. Ne? Ja, ich möchte damit auch mich bei den neuen Abonnenten bedanken und natürlich auch meinen treuen Abonnenten, dass ihr immer zuguckt und dass ihr mir so tolle Kommentare schreibt und mir auch immer helft, wenn ich mal keinen Plan habe und nicht so richtig weiß, wie es geht. Was ja nur öfter vorkommt. Ne? Ja, aber dafür, dass ich jetzt ein halbes Jahr den Bastel-YouTube-Kanal betreibe und auch ernsthaft diese Dinge hier mache, finde ich, geht es ja schon einigermaßen. Ne? Ja. Ja, ihr Lieben. Ja, und ich wollte mich in dem Video natürlich noch bei Dieter bedanken für die schönen Pfeilen. Damit hat ja das Video angefangen, auch mit dem kleinen Pfeilenhalter, den ich da gebaut habe und dann jetzt halt mit dem Anschlag für die Rekord-Power-Wandsäge. Ja. Wie gesagt, ich muss mich jetzt erstmal auch darum kümmern, dass ich da die Feststellschraube irgendwie ersetzt bekomme, weil die ist doll gedreht und ich kriege den Tisch jetzt nicht mehr richtig ausgerichtet, es sei denn, ich mache da irgendeinen Klotz drunter. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Dafür habe ich ja so eine relativ teure Maschine im Verhältnis jetzt zu der, die ich vorher hatte von Lidl. Dafür habe ich die ja nicht gekauft, sondern ich habe die ja gekauft, weil ich was Gutes und Genaues haben wollte. Der kleine Schlitten, der hilft mir schon mal dabei, und wenn dann die Maschine eingestellt ist, dann denke ich mir, dann werde ich auch hervorragende Schnitte haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wann dieses Video rauskommt, weil ich habe im Moment so viel im Kopf und so viele Ideen und so viele Projekte, dass ich manchmal schon auf Vorrat Videos drehe, aber noch nicht weiß, wann werden sie denn online gestellt. Ihr Lieben, lange genug gequatscht, trotzdem wird es ein kurzes Video sein. Ich wünsche euch was, bleibt mir gewogen. Wenn euch das gefällt, was ich mache, gerne den Daumen hoch, das wisst ihr ja auch selber. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und guckt nochmal in das Video, wo ich den Tisch verlose. Ja? Ich meine, das wird noch was dauern, 1500 Abonnenten, das ist noch eine ganze Menge, das weiß ich. Aber diejenigen, die noch nicht das Video geschaut haben, Tischverlosung,
guckt rein und schreibt unten, ich glaube, Game oder Game Table irgendwie, ich weiß es gar nicht auswendig, war da drunter zu schreiben, weil dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Wäre doch schön. Vielleicht gewinnt ihr ihn ja. Ne? Bis dahin.